aktiv dabei sind, weil ich habe oft ein Projekt gemacht mit Leuten, ja, aber da ist nichts bei rumgekommen. Nach der 20. Folge haben sie gesagt, nee, ich habe keinen Bock mehr, ich bin raus. Das funktioniert halt nicht. Yo Leute, was geht ab und willkommen zu einer Folge Survival Games. Und heute bin ich alleine auf dem Kommissurfer und deshalb auch Teams verboten. Und gleich beginnt die Runde auch schon. Ich hoffe wirklich, wir bekommen gutes Startequipment. Wegrennen bringt auch nichts, weil... Ja, Beilbaum. So, komm. Na, ganz toll. Natürlich bekomme ich dann noch das Eisen. Einfach nur, weil er scheiße war. So, komm jetzt schnell. Zack. Zack. Nein, 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 nein. Ah, Wasser, Wasser. Immer dieses scheiß Wasser, Mann. Schnell außen entlang. Hier gibt es nämlich viele Truhen. So, nice. Hier ist eigentlich nichts Tolles dabei. Hier. Jawohl, eine bessere Waffe. Und jetzt kommt da noch ein Kompass. Ein Kompass. Ach, den verfolge ich jetzt nicht, Alter. Ne, den verfolge ich nicht. Er schlägt ihn zweimal, ich schlag ihn zweimal. Nice. Und alle flüchten. Also kann ich jetzt in Ruhe plündern rund um die Insel rum. Und ich hoffe, die kommen nicht. Weil ich habe bis jetzt noch scheiß Equipment. Ja, das ist alles scheiße. Und ich hasse Wasser. Ich hasse Wasser über alles. Erstmal hier hochgehen. So. War da schon jemand? Nein, aber auch nur scheiße. Ich zieh mal Gold an. Gold sieht schöner aus. So. War hier drin schon jemand? Wenn ja... hier ist ja gar keine Kiste. Das ist Kacke. Weil da unten kommen Menschen. Und ich habe immer noch die gleiche Equipment. Deswegen muss er sterben. Komm her. Bams. Der hatte gar keine Waffe. Und Bams. Bogen ist im Wasser ganz gut, falls sie abhauen wollen. Geht's dann doch nicht ganz. So. Jetzt erstmal aussortieren hier und anziehen, was geht. Aber zu meinem Glück habe ich hier wieder größte Teil nur Scheiße. Hab da gerade wirklich eine Hose weggeworfen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Es führt jetzt leider nichts drum. Wir müssen Leute klatschen, weil hier alle Truhen geplündert wurden. Bisschen kacke. Ja, Leute, und eigentlich wollte ich in diesem Video ansprechen, dass ich ja jetzt dann bald die 600 Abonnenten geknackt habe. Und dafür auf jeden Fall danke dafür, weil, ja, wegen einem Video habe ich ja den ganzen, habe ich jetzt ja den ganzen Abonnenten bekommen. Und ist einfach so unglaublich viel. Und ich hätte niemals gedacht, dass es so schnell geht, weil... Ja, davor, ich hatte immer nur ganz wenig Aufrufe bei meinen Videos. Und jetzt auf einmal ist der größte Teil wieder voll. 90 Aufrufe, 100 Aufrufe bei jedem Video. Das freut mich dann auch. Das freut mich auch dann sehr. Ja, und ich freue mich natürlich über jeden einzelnen Abonnent von euch. Über jeden Einzelnen, der meine Videos schaut, freue ich mich natürlich. Und ich lese mir auch gerne Kommentare durch. Jetzt bei dem Video habe ich fast alle Kommentare komplett durchgelesen.
Und da standen Sachen dabei. Am liebsten würde ich jedem von denen ein Gaming-PC einfach so schenken. Weil da standen so schöne Sachen drin. Und nette. Das ist sehr, sehr schön. Und ja. Die Kanalvorstellung weiß ich noch nicht, wann die kommen wird. Da müsste ich mal schauen. Da werde ich dann auf jeden Fall euren Kanal auf meinem Kanal vorstellen. Und wie das Ganze ablaufen wird, weiß ich dann auch noch nicht. Auf jeden Fall, was ihr beachten solltet, ist, dass ihr schon eine gute Audioqualität haben solltet. Ihr könnt dann auch mit mir aufnehmen. Das wäre kein Problem. Mal schauen, wie ich das mache. Das weiß ich noch nicht ganz so genau. Ich weiß gar nicht, ob ich hier schon mal in dem Haus drin war. Nee. So, hier ist nichts mehr. Auf jeden Fall zu der Kanalinfo. Kanalinfo. Zu der Kanal. Was wollte ich jetzt sagen? Ich hab's vergessen. Naja. Auf jeden Fall zur Kanalvorstellung wird es da noch ein extra Video geben. Ja, und jetzt will ich ja ehrlich gesagt mal rauskommen. Weil, ja, ich hänge hier gerade in diesem Scheißloch hier fest. Erstmal raus hier. Ja, hoch. Zack. Und jetzt. Ja. Raus da. So. Und ja, Leute, falls ihr euch fragt, warum ich die ganze Zeit nur was mit Rafu mache, es liegt daran, ich würde ja gerne mit anderen Leuten auch was machen, aber das Problem ist, da gibt's dann wieder das Problem, es ist so schwer, Leute zu finden, die wirklich aktiv dabei sind, weil ich habe oft ein Projekt gemacht mit Leuten, ja, aber da ist nichts bei rumgekommen. Nach der 20. Folge haben sie gesagt, nee, ich habe keinen Bock mehr, ich bin raus. Das funktioniert halt nicht. Das finde ich dann halt schon ein bisschen scheiße, wenn man das so sieht. Weil das wird dann immer schwerer und man hat immer weniger Vertrauen in die Leute. Weil wenn das immer öfters passiert, dann ist irgendwann dann auch mal fertig. Und ja, deswegen, bei Rafu weiß ich, ja, der sagt nicht auf einmal, ich hab keinen Bock mehr, ich mach alleine weiter. Weil wenn wir ein Projekt anfangen, dann ziehen wir es auch durch. Und ich glaube, ich habe ziemlich scheiß Equipment, ja, war klar. Aber den können wir schaffen. Nice. Was verfolgen die... Was verfolgen mich jetzt eigentlich wieder alle? Ey, nee, aber... Komm, das hat keinen Sinn hier, meine Fresse. Upsala. Na, ganz toll tot. Naja, GG. Herzlichen Glückwunsch, Melanie12 hat nämlich die Survival Games gewonnen. Ja, Leute, ich würde sagen, das war's dann von der Folge heute. Ich hoffe, sie hat euch wieder gefallen. Wenn ja, drückt ihr auf jeden Fall wieder einen Daumen nach oben. Es freut mich nämlich auch immer, wenn ich sehe, wow, dieses Video hat 12 Daumen nach oben. Nice. Und ich will jetzt, dass wir noch die 1000 Abonnenten knacken, weil dann hau ich was richtig Fettes raus. Da werde ich dann schon dran arbeiten. Also, wir sehen uns morgen wieder bei einem nächsten Video. Also, bis morgen. Ciao.